Ja, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu GameTev Tycoon. Mein Name ist Noi oder auch bekannt von The Noi, ist vielleicht besser. Und willkommen bei Noi Games, klicken um fortzufahren. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Star Planet haben wir als letztes hergestellt. Aha. Auf Spielemesse waren wir auch gewesen, haben uns die Größte geleistet. Wie viel waren denn bei uns? Ui. Also fast 400.000. Platz 79, okay. Oh, was mit dir? In den Urlaub. Was mit dir? Auch in den Urlaub. Ah ja, sind ja alle schon wieder fix und fertig hier. Ansonsten sehe ich gerade, haben wir wirklich noch sehr viel Geld übrig. Forschung haben wir auch noch einiges. Was könnte man noch forschen? 2D-Grafik? Nein. Verzweigen der Erzählung? Pff, Easter Eggs? Na los. Du tust auch mal was forschen. Große Spiele, aha. Ah doch, machen wir große Spiele. Und da müssen wir bestimmt noch jemanden zum Spielbericht erstellen schicken für Star Planet, jawohl. Was könnten wir denn noch machen? Publisher, Verträge, was gibt's da so Schönes? Nein, es gibt's hier. Werwolf ist noch nicht erforscht. Ach nee, das ist auch doof. Oh, PlayStation 2 ist ja schon draußen. Stimmt, war das beim letzten Mal so? Dass sie gerade raus wollte. Rockville Softworks, Romantik und Strategie. Ah, das passt ja aber gar nicht. Was haben wir hier noch? Werwolf und Abenteuer würde vielleicht passen. Bewertung 7. Strafe 165. Na, ja, wir lassen erstmal alles hier fertig machen. Easter Eggs. Vielleicht können wir auch noch mal kurz was Neues forschen, zum Beispiel ein neues Thema. Ach, zum Beispiel Werwolf müssten wir jetzt sowieso machen. Leben und Simulation wäre ja auch cool. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Star Planet ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Erstens, Science-Fiction- und Action-Rollenspiele ist eine großartige Kombination und Story-Quest scheint für diese Art von Spielen nicht sehr wichtig zu sein. Ich habe gerade gesehen, Alter, es gibt Leben für uns, das ist da wunderbar. Da bauen wir auch gleich mal Leben und Simulation. Wo waren eigentlich unser, wo sieht man denn immer unsere alten Verträge? Ach hier, Spielhistorie. Ach, unsere alten Verträge. Das war Science Fiction und Action Rollenspiel, UFO und Action, Sportsimulation. Ne, wir machen mal eine Lebenssimulation für den PC. Also so eine Art Sims. Genau. Ne, war schon richtig. Ja. Neues Spiel entwickeln. Oh, machen wir gleich mal groß, oder? Thema wählen. Leben. Genre, Simulation und als zweites nehmen wir keine. Plattform. Nehmen wir noch den PC. Spielengine, unsere neueste Spielengine. Und nennen werden wir das Ding einfach mal. Vielleicht einfach nur Live. Oder einfach nur das Leben, das passt eigentlich auch. So, das Leben kosten 1,7 Millionen. What the fuck? Na gut, werden wir das Ding mal stemmen. Und werden wir es gleich mal ein bisschen Marketing dazu geben. Machen wir mal eine kleine Kampagne. Ja, Simulation braucht natürlich auf jeden Fall eine gute Engine. Ein nicht so gutes Gameplay. Und Story und Quest sowieso nicht. Oder ein bisschen. MÜ, so. Okay. Vielleicht auch jetzt, wenn alle gut miteinander arbeiten. Star Planet wurde vom Markt genommen. Es wurden 360.000 Stück verkauft und ein Umsatz von 3,9 Millionen erzielt. Ja, ist nicht viel. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon fast ausgegeben für das Leben. Aber na gut. Wird man natürlich mal sehen, das Leben. Ja, das Leben, eine Simulation, das, also, wo es sich halt um das Leben dreht, ist ja eigentlich immer nicht so schlecht. Dialoge brauchen wir sowieso nicht. Kennt man ja auch die Sims, die haben ja nie ordentlich geredet, die haben ja bloß immer gesprochen. Entschuldigung. Oh, der ist sehr überfordert. Künstliche Gens machst du halt mal. Ach nee, warte mal. Doch, du machst das. Und er macht das. Dann passt das nämlich auch wieder.
Nachrichten. Heute wurde die neue Plattform Mbox vom Micronoft veröffentlicht. Ja, da sieht man auch, wir sind, glaube ich, eigentlich schon fast am Ende des Spiels. Es werden bestimmt noch ein paar Videos jetzt kommen. Ach, derzeit scheinen Casual-Spiele besonders angesagt zu sein, ja. Weil jetzt kommt die Xbox raus. Was kommt dann eigentlich noch? PlayStation 3? Wii U? PlayStation 4, Xbox One? Und dann hat sie eigentlich schon fast erledigt. Ja, wir sind auch schon im Jahr 13, sehe ich gerade. Simulation braucht natürlich eigentlich alles. Das, das und das. Was kannst du mal machen? Du könntest mal mich vielleicht versuchen auszulösen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, so. Aber man sieht schon, Design ist gut. Vielleicht nochmal Marketing machen. Vielleicht große Kampagne. Alter, 2 Millionen. Ach klar, los. Bisschen einen kleinen Hype abzukriegen ist vielleicht nicht so schlecht. Gab ja auch viele Spiele, die einen großen Hype gemacht haben und nichts waren. Ja. Vielleicht auch gerade deswegen berühmt geworden sind. Mir fällt auch gerade irgendwie keiner ein, aber ist egal. Ja, wieder ein Bug dazugekommen, wieder ein weg und zack. Neuer Rekord in Technologie. Gameplay wieder Level-Aufstieg, 3D-Grafik, Volume 3 auch höher gegangen. Oh, 3D-Grafik, Volume 4 und Erfolge. Aha, okay. Was? Chef, Novi Games hat sich unter ihrer Leitung gut entwickelt. Ich glaube, es ist Zeit, mit unseren Unternehmen den Technologiepark zu verlassen und in unserem Erfolg, ach so, in ein unserem Erfolg eingemessenen Gebäude zu ziehen. Okay. Nur 8 Millionen, habt ihr eine Macke? Ich habe das perfekte Gebäude für unsere neue Firmenzentrale gefunden. Es ist nicht ganz billig, aber es bietet uns die Möglichkeit, noch weiter zu wachsen. Im neuen Gebäude ist außerdem noch Platz für eine weitere Firmenexpansion. Sollen wir umziehen? Ja, okay. 8 Millionen, what the fuck? Willkommen im neuen Hauptquartier von Novi Games. Wir haben jetzt noch mehr Platz, um unser Team weiter auszubauen. In der Nähe unserer Büros sind außerdem einige berühmte Universitäten. Dies wird es uns erleichtern, junge Talente anzuwerben. 8 Millionen. Ey, wenn Novi Games jetzt nichts wird. Hallo Novi Games, wir haben gerade erfahren, dass Sie Ihr neues Hauptquartier nicht weit von unserer Universität entfernt eröffnet haben. Wir sind gerade dabei, einen speziellen Kurs über Spieleentwicklung anzubieten und können wirklich Ihre Hilfe brauchen. Leider können wir Sie nicht bezahlen, aber ich denke, zu unterrichten ist eine großartige Möglichkeit, um Ihre eigenen Fähigkeiten zu verfeinern. Queen Hurt Universität, neue Trainingsoption verfügbar. Buh. Hey, endlich. Spielwertung zu das Leben. Schlecht. Würde ich fast sagen. Wunderschön. Eine 8. Von Informat Games. Habe es tagelang gespielt. Oh, und plus eine 6 von Game Hero. Ah, da werden wohl unsere 8 Millionen, die wir jetzt hier ausgegeben haben, nicht reinkommen. Oder? Oh, das neue Büro ist unglaublich. Und auch der Standort ist perfekt. Ich habe vorhin einen Spaziergang um das Gebäude gemacht und da ist mir eine radikale Idee gekommen. Warum eröffnen wir keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung? Das könnte unsere Forschung wirklich beschleunigen und wir könnten größere Projekte und Innovationen im Angriff nehmen. Es wird sicher nicht billig, aber ich denke, es könnte uns zum führenden Innovator von Spielebranche machen. Jedenfalls habe ich etwas nachgeforscht und denke, dass wir sollten ein Labor öffnen. Und ein ganzes Team von Forschern einstellen. Bevor wir das tun können, sollten wir aber zumindest einen Design-Spezialisten im Team haben. Du benötigst einen Design-Spezialisten, um ein Forschung- und Entwicklungslabor zu öffnen. Du kannst jemanden über das Trainingsmenü zum Spezialisten ausbilden, aber die Option ist erst freigeschaltet, wenn die entsprechende Person eine gewisse Stufe im Design hat. Aha. Du kannst auch eine Technologie-Spezialisten. Bla bla bla. Ey, immer so viel zu lesen. Naja, also, ich denke mal, wir sollten erstmal die lieben Leute wieder in den Urlaub schicken. Vielleicht nochmal Goal 2 raus, Goal 4. Wow, ich habe Bilder ihres neuen Büros gesehen. Echt cool, ich bin sicher, bei Ihnen läuft es gut. Aber wenn Sie mal ein wenig mehr Geld brauchen, hätte ich ein paar große Aufträge zu vergeben. Ja, das wissen wir doch.
Achso, größere Aufträge. Aufträge, Publisher-Verträge. Spielgröße Medium, Medium, Large. Aha, okay, gut. Zombie und Strategie. Haben wir schon Zombies? Ja, machen wir. Groß, Zombie und Strategie. Zombie War, nennen wir das einfach mal. Ist mir gerade mal so ganz... Was mit Kinder? Für Kinder? Ich habe wieder nicht mehr durchgelesen, den Vertrag. Scheiße, halt, das machen wir nicht. Nochmal Publisher-Verträge. Was soll denn der für eine Stufe erreichen? 5. Ah gut, okay. Zombie War. Zombie War, yo, Spiele-Engine nehmen wir und natürlich unsere. Müssen wir auch mal bald eine neue entwickeln. Ah, jetzt müssen wir noch mit einem weniger. Nein, verdammt. Achso, was? Zombie-Strategie. 100. Machen wir hier so. Und natürlich hier Story-Quest auch oder ein bisschen weniger. Sehr geachtete Damen und Herren, ich bin der Finanzaufseher, der Geschäftsleiter von Firma Humberworld von Nigeria. Ich kontaktiere Sie, da Sie über eine ausgezeichnete Reputation am Markt. Unser Geschäftsleiter mich hat, bevor mich die 2,5 Millionen, aha. Den Betrag haben wir Sie auf die, was, auf der Bank hinterwiesen. Für die Überweisung benötigen, nein, ablehnen. Wir haben unser eigenes Geld. Seid ihr verrückt? Hallo, ich bin Gary White von Gamers. Ich habe gehört, dass neue Games gerade... Ja, das tun wir. Ja, machen ein Interview. Ist mehr Gameplay, weil Story und Quest ist ja nicht enthalten. Jo. Oh, arbeitet ihr fleißig gewesen? Ja. In einem kurzen Interview, bla bla, haben wir darüber gesprochen, über unser neues Spiel, was jetzt auch etwas gepusht wird. Aber eigentlich brauchen wir es nicht pushen, weil wir es ja eigentlich für jemanden herstellen. Dialoge brauchen wir natürlich nicht. Level Design machen wir so, künstliche Intelligenz machen wir natürlich hoch. Ne, machen wir diesmal bloß mittlere Messestand. Weil bis jetzt sieht es vielleicht ein bisschen eng aus mit Geld, finde ich. 12 Millionen ist okay, na gut. Aber trotzdem. Es scheint, dass kürzlich einige Unternehmen Opfer nigerianischen Vorschussbetrüger wurden. Die Betrüger gaben vor, die große Summen in Unternehmen investieren zu wollen, verlangten dafür allerdings eine beträchtliche Summe als Vorauszahlung, um ins Geschäft zu kommen, ja. Diejenigen, die unglücklicherweise gezahlt haben, werden ihr Geld nie wiedersehen. Die Polizei ermittelt, aber scheint den internationalen Betrügern hilflos gegenüberzustehen. Ja, ja, ja. Das, zum Glück haben wir das ja nicht getan. Ja. Hier brauchen wir auch alles. Ich mach mal das noch mit. Da läuft der vielleicht auch wieder besser. Ja, hat ja bestimmt 300.000, werden wir bestimmt nicht erreichen, denke ich mal. Weil kleinere Buden. Ja, siehst du? 262.000. Da sind wir nicht mal unter die Platz 100, habe ich mir schon fast gedacht. Na, solange kein richtiges Spiel verkauft wird. Vena, was ist das jetzt hier? Das ist Dreamcast. Achso, hat eingestellt. Die Konsole wurde eingestellt. Von Vena enttäuscht, da ein geliebter Teil der Spielkonsole-Geschichte zu Ende geht. Ja, naja, gut. Oh, Forschung haben wir auch wieder. Unmengen. Ja. Kein starker Trend wieder. Casual Games ist vorbei. Oh, hier haben wir noch 18 Bugs drin. Die müssen wir natürlich mal beseitigen. Oh, das geht aber ruckzuck. Und. Ging nach inneren Design, hatte ich Glück. Jo, Engine ist wieder hoch. Spiel veröffentlichen. Ah, wieder mehr Geld. Nein. Grundlegend. Uiuiui. Uiuiui. Ja,
Ja, da werden wir auch bald mal eine neue Engine wieder zusammenbasteln müssen. Aber erstmal müssen wir hier Zombie War überleben. 5. Ja, eine 6. Und noch eine 5. Also müssen wir es ja eigentlich geschafft haben. Aber ich sag mal so, ganz ehrlich, eine richtig, richtig, richtig dumme Idee für ein Spiel. Meiner Meinung. Aber es verkauft sich. Aber wir nehmen halt natürlich sehr, sehr wenig damit ein. Ja, gut. In den Urlaub schicken. In den Urlaub schicken. Du brauchst natürlich nicht in den Urlaub. Dich schicken wir mal eine Forschung. Und zwar machst du mal... Oh, die neue 3D-Grafik. Was machst du noch? Irgendwas noch richtig Gutes? Du machst mal noch Erfolge. Und du tust mal noch einen Spielbericht erstellen zu Zombie War. Und ich sage auch Tschüss. Sehen uns beim nächsten Mal. Also haut da rein. Man sieht sich. Tschüss.